Mamboblog und dieses Mal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute haben wir das zeitlose Thema, warum stehen Männer auf gemeine Frauen? Genau. Vorab noch, es gibt noch bis Ende der Woche, bis Sonntag, gibt es meinen Code FREI24, heißt der mit 24% auf praktisch all meine Kurse, Angebote, Sessions, persönliche Sessions und so weiter bis Sonntag noch. Ja. Okay, also ich finde das Thema, ich habe ja auch schon ein Video gemacht, warum stehen Frauen auf Bad Guys, finde ich persönlich einfacher, als das andersrum zu erklären. Ich freue mich auch natürlich auch über eure Meinung. Tatsächlich ist das Problem genauso da, also dass bei den Leuten, die bei mir Kurse buchen, Sessions buchen, die Männer sind, also die Probleme unterscheiden sich jetzt nicht so extrem von denen der Frauen. Ich finde den Typ Frau, den die Männer daten, die da Probleme haben, noch eingegrenzter, sag ich mal. Also es ist noch mehr, dass man das Gefühl hat, boah, es ist immer die gleiche Frau irgendwie, ne? Bei den Frauen, die Männer daten, ein bisschen schwierig sind, ist es, ja, vielleicht ein bisschen breiter aufgestellt, sag ich mal. Und also es ist nicht nur dieses, vielleicht manchmal was Männer so als gemein empfinden irgendwie oder manchmal so slangmäßig sagt, so bitchy irgendwie, sondern es ist so eine Mischung von dem und eben so eine Frau meint, dass man eine Frau retten kann, weil viele Männer, vor allen Dingen die so ein bisschen ins Pluspolige, vielleicht auch Co-Abhängige gehen, aber überhaupt Männer lieben es einfach, einprogrammiert in sie, dass sie retten wollen, beschützen wollen, für jemand da sein wollen und irgendwie das Gefühl haben, sie werden gebraucht, wenn sie jemand beschützen können, Probleme lösen können und ja, und wenn jetzt eine Frau daherkommt, die sie, da kommen wir gleich noch zu, auf anderen Knöpfen drückt, plus die man dann noch retten darf, ja, dann sind wir schon diesem ganzen Punkt sehr nahe. Ja, also ich denke, ein Problem haben wir halt, egal ob das jetzt, welches Geschlecht das ist, dass halt immer so ein Geber mit einem Nehmer zusammenkommt. Das Universum spiegelt uns einfach irgendwie, das ist auch einfach, das gilt für Frauen, das gilt für Männer. Also wenn ein Mann irgendwie total im Gebemodus ist, zu sehr im Gebemodus ist und das Universum meint, das müssen wir jetzt mal so ein bisschen ausgleichen, ja, kriegt diese Person gern Nehmer, dann halt eine Nehmerfrau irgendwie so, ne, wo es auch wieder nur Krümel gibt und so weiter. Das ist allgemein einfach ein Thema und was einfach auch bei Männern und Frauen exakt das gleiche ist, dieses Problem mit der intermittierenden Verstärkung, habe ich auch schon Videos zu gemacht. Das heißt, wenn ich in so einen Zyklus gezogen werde von Lovebombing und Kritik, das heißt, ich werde erstmal so angefüttert und habe auch entsprechend vielleicht ein paar Selbstbewusstseinsthemen, ein Ego, was das gerne hört, werde erstmal so angefüttert mit bist der Geilste überhaupt und dann kurz danach werden Dates abgesagt, was weiß ich, und dann wird mal wieder angefüttert, bist der Geilste, dann gibt es wieder nur Probleme, wird kritisiert, wird gar nicht reingelassen, plötzlich, was ist alles an Spielchen so gibt, zumindest der Mann dann vielleicht als Spielchen empfindet, ja, entsteht halt diese intermittierende Verstärkung, kann man runterbrechen, überall im Tierreich, wie Hunde trainiert werden, ich weiß nicht was, führt halt, also wie Spielautomaten funktionieren, wie Spielsucht funktioniert, wie Drogen funktionieren, alles das Gleiche, dass man halt ein bisschen addicted wird sozusagen, ne? Das ist auch das Gleiche und wenn man natürlich entsprechende Vorbilder hat in der Familie vielleicht, das ist auch, denke ich, bei beiden Geschlechtern so das gleiche Thema. Dann haben wir bei Männern, ich weiß nicht, ob manchmal Männer vielleicht ist es auch bei beiden gleich, ich weiß es nicht, schreibt gerne mal drunter, dass natürlich viele Männer sehr statusbewusst
sind oder Status suchen. Und wenn sie meinen, sie finden den Status nicht genug in sich, dann muss eben angebaut werden, was weiß ich, keine Ahnung, meine Yacht, mein Boot, mein dies und das, ne? Und dazu gehört eben auch entsprechende Frau. Vielleicht ist es für Frauen auch genauso, könnte gut sein, dass man halt als Mann dann, ja, also für Männer, also Männer leben ja wirklich in Hierarchien, ne? Also die, also wenn eine Gruppe von Männern zusammenkommt, die sortieren sich ruckzuck, so, wer ist denn jetzt hier der Chef, wer ist nicht der Chef, also es muss auch gar nicht irgendwie ruppig zugehen oder so, aber Männer organisieren sich halt leicht so in Hierarchien. Und Männer wissen auch, wenn sie in der Hierarchie ganz oben stehen, dann ja, kriegen sie den meisten Sex. Das ist einfach so. Ne? Weiß nicht, sind vielleicht auch nicht so anders als das Tierreich. Ne? Also sind da sowieso nicht anders. Und ja, Männer sehen halt so, dass sie in der Hierarchie weiter oben stehen. Und ein Punkt ist tatsächlich auch, ja, eine attraktive Freundin zu haben. So, ne? Also was vor allen Dingen die Kumpels oder die Gruppe, in der man sich bewegt, auch attraktiv finden würde, wo sie sagt, boah, geil, toll, dass du die hast. Und das, ich, ne? Das ist für viele Männer super wichtig. Und zu diesem Status, jetzt wird es so ein bisschen schräg vielleicht manchmal, gehört halt auch, dass man manchmal, vielleicht sind da Männer noch stärker von betroffen, dass man manchmal nicht schätzt die Dinge, für die man gar nicht so viel kämpfen muss, so, ne? Weil klar, also Männer mögen es auch zu jagen und ja, eine Frau zu umgarnen und dann am besten ziert sie sich erst so ein bisschen und dann ziert sie sich nicht mehr und dann kann man, fühlt sich das gut an fürs Ego und eine Frau, die so ein bisschen gemein ist, fies ist, immer wieder kritisiert und dann wieder nett ist, ist natürlich viel mehr eine Challenge, nur das muss, da muss man sich wirklich mal klar machen, eine Challenge wofür? Also was habe ich davon irgendwie, ne? Wenn ich die ganze Zeit Challenge habe, aber ich habe auch keine ruhige Beziehung. Aber das muss halt jeder selber überlegen, was möchte er haben? Will er unbedingt die Achterbahn-Challenge haben in toxischen Beziehungen oder suche ich was Ruhiges? Das muss, muss letztlich jeder für sich entscheiden, aber ich glaube, das ist, wo viele Männer drauf anspringen. Ja, ja, das ist jetzt eine Challenge, die kann ich jetzt ewig versuchen zu erobern, ich weiß nicht was, so. Und vor allen Dingen, auch das betrifft, glaube ich, beide Geschlechter, wenn man natürlich ein Thema hat mit passiver Bindungsangst, ist natürlich viel angenehmer, sich an jemand, also scheinbar, das ist ein bisschen ironisch gemeint, ne? Viel angenehmer, sich an jemand abzukaspern, der nicht zu haben ist und den immer zu wollen, anstatt jemanden zu wollen, der ihn auch will, da muss man sich ja mit seiner Bindungsangst auseinandersetzen, die natürlich, ja, viele Männer haben, ne? Klar, so, ne? Männer wollen vielleicht noch mehr frei sein, irgendwie auch vom Typ her, so, sag ich mal. Und ja, das kommt auch noch dazu. Dann also sind viele Männer doch sehr, ja, ob mir das jetzt gefällt oder nicht, also genau wie Frauen halt sehr auf Polarität stehen, Souveränität. Ist für Männer auch wichtig, klar, aber ja, für Männer spielt halt die wahrgenommene Optik. Ich meine, das ist jetzt nicht die Optik allgemein, die man jetzt objektiv herstellen könnte, sondern was der Mann halt meint, was für ihn attraktiv ist von der Optik her. Das können ja ganz unterschiedliche Sachen sein und auch unterschiedliche Altersgruppen. Ja, natürlich je nachdem, wie alt man selber ist und was weiß ich was. Also, aber Männer, ja, sind halt sehr visuell gesteuert, so. Und wenn wir jetzt eine Frau haben, die ja, also diese ganzen problematischen Sachen vielleicht bedient, heiß, kalt, und ja, also ja, diese intermittierende Verstärkung und all die Sachen, und dann noch für den Mann, also aus Sicht des Mannes, dass er sagt, oh, dieses ist aber besonders begehrenswert, dann haben wir so langsam diesen toxischen Mix. Dann kommt noch dazu, dass es Männer, glaube ich, auf irgendeine Art mögen bei Frauen, wenn sie so sehr emotional sind. Ne? Also Männer mögen, so entgegen allem anderen, was man manchmal so liest, mögen Männer Frauen, die aus ihrer Sicht, ob es jetzt wirklich so ist,
hormongesteuert sind irgendwie, ne? Die, weiß ich nicht, mal so sind und schwer einzuschätzen und nächsten Tag wieder so. Also Männer beklagen sich zwar ewig drüber, aber eigentlich mögen sie das, ne? Sie mögen es. Dieses Stimmungsschwankige, ja, das mögen Männer, ist auch erstmal okay. Und das ist natürlich, was diese, ja, instabilen, vielleicht manchmal histrionischen, vielleicht manchmal so ein bisschen borderlinigen, also diese Frauen, die solche Ansätze haben, oder vielleicht auch ein bisschen, ja, narzisstisch, das ist ja alles schwer auseinanderzuziehen teilweise. Ja, die haben das halt teilweise so im Übermaß oder faken es teilweise vielleicht auch, können das halt, sind einfach aufgrund ihrer, was sie persönlich in ihrer Kindheit erlebt haben, vielleicht tierisch gut darin, haben schon Papi immer am Finger gewickelt und ja, also so zusätzlich zu diesen Charme- und Flirtfähigkeiten, die manche Frauen ja auch im Übermaß haben, kommt dann eben noch dieses, ja, dieses Hin und Her und dieses Emotionale dazu, was viele Männer, glaube ich, tatsächlich falsch einsortieren dann, als nicht nur, dass eine Frau einfach mal emotional ist, sondern irgendwie nicht sehen, dass es eben, ja, manchmal so eine toxische, also für den Mann zumindest toxische Emotionalität ist, wo jemand ständig gekränkt ist, ständig, diesmal, ständig jedes Mal, also tierisch eifersüchtig ist und der Mann einfach unter die Räder kommt. Aber dann setzt man halt wiederum ein, dieses, ah, ich kann sie ja retten und ja, also, und auch wenn der Mann vielleicht gehört hat, diese Frau hatte vielleicht noch keine Beziehung in ihrem Leben, alles scheitert, sie sagt vielleicht sogar, ich zerstöre jede Beziehung, also denkt der Mann dann, weil er sich gern männlich fühlen möchte und als Problemlöser, ja, aber ich, ne, an meiner Fürsorge wird sie genesen und ja, und dieser Blueprint dafür ist halt so Pretty Woman, ne? Also, meine gut, die war jetzt noch nicht mal besonders, ich den Film das ewig her, als ich ihn gesehen habe, richtig in den Sinn habe, war sie jetzt nicht besonders gemein oder so, aber dieses, also eine Frau kommt so unverschuldet in irgendeine Not und sieht noch gut aus und ich kann sie daraus retten. Und bin der weiße Ritter. Also ich muss wirklich sagen, bei 98% aller Männer, die zu mir kommen in toxischen Beziehungen, haben die voll so ein Retterding laufen. Das ist, glaube ich, auch in die männliche DNA echt ganz schön eingraviert irgendwie. Und ja, also, und anstatt, dass man ja, dann eine Frau nimmt, die, weiß ich nicht, wirklich, also klar, selbstbewusst ist, toll aussieht, für einen, das ist ja alles wunderbar, aber dann auch wirklich in ihrer weiblichen Polarität geerdet ist und Liebe, das heißt, also jetzt lieb nicht negativ gemeint, aber soll ich mal sagen, für den Mann sanft ist und unterstützend, ja, sucht man sich dann so eine Challenge, an der man dann total zerbricht irgendwie, ne? Ja, gut, das sind so meine Gedanken, könnt gerne auch darunter schreiben und wir werden uns bald wiedersehen.